10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Während der kalten Wintermonate, wenn es stiller auf Blackstone Castle, hoch oben im Norden an der schottischen Küste ist, dann freuen sich Sir Malcolm und Lady Maggie ganz besonders über die Besuche ihres Enkels Douglas. Seit nun aber vor kurzem im Westturm des alten Schlosses ein langes weißes Gespenst eingezogen ist, hat Douglas leider weniger Zeit für seine Großeltern. Dafür ist er umso mehr mit Sandy, der Tochter der Köchin, zusammen. Die beiden haben eine Menge Geheimnisse, findet Lady Maggie. Um etwas mehr Abwechslung zu haben, hat Sir Malcolm in einer Zeitung inseriert. Er sucht einen Maler, der ein kostbares antikes Gemälde reparieren und auffrischen soll. Und weil Lady Maggie vermutet, dass es dem Hausherrn dabei auch ums Kartenspielen und ums Unterhalten geht, hat sie sich auch jemand zur Gesellschaft eingeladen. Eine Miss Hempel, die gern alte Schlösser und Burgen besucht und dort für einen Hobbyverein Forschungen über Gespenster betreibt. Die Gästezimmer sind hergerichtet. Aber noch ahnen die Gastgeber nicht, was für Aufregungen ihnen bevorstehen. Ach, verdammt noch mal. Warum haben wir uns denn nicht bis vor die Haustür fahren lassen? Herrje, konnte doch keiner wissen, dass das so ein großer Park ist. Da ist das Eingangstor, Jackie. Na, endlich. Ich habe eiskalte Füße. Und dunkel wird's auch schon. Nun komm schon. Was machst du denn, Bobby? Ich guck mir mal die Fenster an. So ein Mist. Von dieser Seite des Schlosses kann man den Weg bis zum Parktor überblicken. Mann, wir sind noch nicht einmal drin in dem Schloss. Da überlegst du schon, wie wir wieder rauskommen. Na und? Ist das nicht wichtiger und schwieriger? Ja, kann sein. Aber in den alten Kasten hineinzukommen, scheint auch nicht gerade einfach zu sein. Wo ist denn hier eine Klingel? Ach, Klingel, du Kamel. Hast du schon mal gehört, dass es in einem Schloss klingelt? Nein, ich war ja auch noch nie in einem Schloss. Ja, aber ich. Und daher weiß ich, dass am Eingangsportal zu einem Schloss immer ein Klopfer ist. Ach, ein Diener? Ich sehe keinen. Quatsch, du Idiot. Ein Klopfer. Da, das eiserne Ding da. Du stößt ja fast mit deiner Knollennase dran. Aua. Ne, geh mal weg, lass mich mal. Wer weiß, ob das überhaupt das richtige Schloss ist. Siehst du vielleicht hier weit und breit ein anderes? Ja, ja, ich komme schon. Geduld. Augenblick. Komm her. Herein, herein. Treten Sie nur näher. Sie sind doch wohl der Maler Robert. Ja, ja. Oh, da ist ja noch einer. Also, herzlich willkommen auf Blackstone Castle. Ich bin Sir Malcolm. Ja, und ich, ja, richtig, ich bin der Maler Robert. Ja. Sie können aber auch Bob oder Bobby zu mir sagen. Und zu dem hier können Sie Jack sagen. Er ist nämlich mein... Idiot. Mein Assistent, Pinselassistent, mein Farbenmischer sozusagen. Ja, genau, und außerdem ist so ein Ölgemälde auch sehr schwer. Ja. Der dicke Rahmen, der wiegt was. Uns ist sehr kalt und wir sind furchtbar müde. Oh, entschuldigen Sie. Kommen Sie nur, legen Sie ab. Ja. Unsere Elsa wird Ihnen einen starken Tee kochen. Oh ja. Dann zeigt sie Ihnen ihre Zimmer. Jeder eins für sich allein? Och nö. Oh, da kommt meine Frau, Lady Maggie. Malcolm, ist das dein Besuch? Warum sind es zwei? Liebe Maggie, er ist der Maler, der das herrliche Bild unseres lieben Gregor restaurieren wird. Und dieser junge Mann ist sein Gehilfe. So. Und warum steht ihr dann hier in der Halle herum? Kommen Sie, sehen Sie sich das Gemälde mal an. Na nun kommen Sie doch schon, meine Herren. Du Bobchen, dies bestimmt das Schlossgespenst. Oh, Bobby, vor dir kann man sich ja grauen. Ja, sei ruhig. So, meine Herren, hier sehen Sie den ehrwürdigsten unserer Vorfahren abgebildet. Der Leitspruch dieses tapferen Mannes war immer, hey, wenn dir...
Was ist denn? Im Park schleicht jemand rum. Ja, meine Mutter hat aus dem Küchenfenster geguckt. Jemand hat mit einer Taschenlampe ins alte Kutscherhaus geleuchtet. Ach, eure Räuberspiele weiter nicht. Wenn ich Ihnen vorstellen darf, dieser nette Junge ist unser Enkel Douglas und dieses fröhliche kleine Mädchen hier heißt Sandy. Ja. Elsa, Ihre Mutter, kocht für uns. Sehr gut sogar, wie Sie merken werden. Oh ja. Großvater, wirklich. Es stapft eine vermummte Gestalt im Park herum. Ob uns da jemand gefolgt ist? Quatsch. Maggie? Vielleicht erklärst du den Herrn... Malcolm, das war auch meine Absicht. Dann schau ich mal mit den Kindern im Garten nach. Hier lang, Sir Malcolm, nicht zum Hauptportal. Es war hinten im Park. Also wo denn nun, hinten oder im Park? Ja, also Gregor der Grimmige. Heldenhaft hat er so manches Schloss an der Küste Schottlands gegen Seeräuber verteidigt. Der Lichtstrahl. Wahrhaftig. Wer leuchtet denn da zum Turm hinauf? Ich sehe ihn, da steht er. Komm, Großvater. Geh, sieh da. Wer sind sie denn? Still doch! Jetzt ist er fort. Eben war er am Turmfenster. Erlauben Sie mal. Was machen Sie denn hier? Das ist ja eine Frau. Eine olkige alte Frau. Mit Luchsohren und Habichtaugen. Hoffentlich ist das nicht die einzige Auskunft, die Sie uns über sich geben. Hinfort! Fort mit dem Licht! Der Laken ruht mich, will es nicht. Haben Sie das gehört? Natürlich. Wir haben zwar nur Menschenohren, aber die sind auch nicht schlecht. Wen meint er damit? Der Ludwig! Großvater, lass dich nicht ausfragen. Was will diese komische Frau von uns? Ach, bitte verzeihen Sie mir. Es ist der Jagdeifer. Ich vergesse dann meine guten Manieren und alles um mich her. Was wollen Sie denn in Sir Malcolms Schlosspark jagen? Sie sind Sir Malcolm. Dachte ich mir's doch. Ich bin Miss Hempel. Lady Maggie hat mich eingeladen. Hm. Ich suchte durch die Zeitung einen Forschungsaufenthalt in einem gastfreundlichen Schloss. Und nun bin ich da. Puh, die hätten es gerade noch gefehlt. Die beiden Maler finde ich schon blöd, aber die erst... Naja, also dann herzlich willkommen auf Blackstone Castle. Miss Hempel, dann werde ich Sie mal zu meiner Frau führen. Oh, wie reizend. Da, weiß hat es geweht. Geflattert hat es aus dem Turmfenster. Wer wohnt dort? Wir sind ziemlich neugierig. Meine Großmutter mag das nicht. Oh, aber Lady Maggie weiß genau, warum ich komme. Sie weiß, dass ich die erste Vorsitzende des Vereins für Gespensterforschung bin. Was? Sowas gibt's auch? Selbstverständlich, mein Kind. Das Schlimmste ist aber, dass viele Menschen so töricht sind zu glauben, es gäbe keine Gespenster. Wer das glaubt, ist dumm. Haha, lala, lulu. Bob? Ja? Bobchen, hör doch mal, wie der Wind heult. Ja, ich hör's. Und ich freu mich, dass ich unter einem dicken Federbett liege. Aber meine Füße sind noch eiskalt. Ja, und dein Bauch? Der ist rumpelpumpelvoll. Du hast beim Abendbrot gefressen wie eine siebenköpfige Raupe. Sowas tut man in einem Schloss nicht. Aber diese Miss Hempel hat auch ganz schön zugelangt. Sie hat gesagt, das ist schon das siebente Schloss, in dem sie... Hör mal zu, Jack. Diese Miss Hempel müssen wir uns vom Leibe halten. Sie ist neugierig, aufdringlich und schwatzhaft. Und für unseren Plan, das merken wir... Bob, was ist denn? Hast du das eben gesehen? Etwas an unserem Fenster ist vorbeigeflogen. Etwas Weißes. Ja, es gibt Möwen hier an der Küste. Auch im Winter und gerade im Winter. Ja, und die sind hungrig. Hungrig? Bob. Es war riesengroß. So wie das Federbett hier. Ja. Vielleicht hat jemand sein Federbett aus dem Fenster geworfen. Oh, nein, Bob. Was ich gesehen habe, ist nicht von oben nach unten geflogen, sondern so, von hier nach da. Und der Wind heult. Ja, und ich heule auch gleich. Und wenn du nicht still bist, dann fliegt etwas von hier zu dir.
und das wird mein Kopfkissen sein. Also Ruhe jetzt. Gut, wie du meinst. Während der nächsten Tage hat Sir Malcolm viel Spaß mit den beiden Männern. Sie essen und trinken und spielen gern mit ihm Karten. Insgeheim aber wundert sich der Schlossherr, dass die beiden noch nicht sehr viel an dem Gemälde gearbeitet haben. Auch Lady Maggie ist ein wenig enttäuscht über ihre Besucherin. Diese Miss Hempel will weder ihre hübschen Handarbeiten noch das feine Porzellan bewundern. Sie will nur an ihren Eintragungen arbeiten. Und die schreibt sie für den Verein für Gespensterforschung. Noch etwas Tee, Miss Hempel? Ja, ja. Danke. Danke. Schön. Lady Maggie, dieses Wesen oben im Turm, ist es weiblich oder männlich? Na, was für eine Frage, meine Liebe. Ich sagte Ihnen, es heißt Laken Ludwig. Richtig, richtig. Sonst wäre es ja eine Laken Luise. Und sagen Sie, sieht man seine Knochen? Ich meine, ist er ein Skelett? Pfui, das geht aber zu weit. Ich bekomme trotz des heißen Tees ja eine Gänsehaut. Miss Hempel, warum erforschen Sie nicht etwas Schönes? Butterblumen, Schmetterlinge. Ihr Hausgespenst. Fliegt es wie ein Schmetterling? Flattert oder schwebt es? Oder saust es? Ach, meine armen Nerven. Es schwebt. Es ist ja ein riesiges Betttuch. Ein fließendes weißes Gewand. Ganz typisch für diese Art von Geistern. Nichts Gegenständliches, verstehen Sie? Nein, nein. Oh, mein armer Kopfschmerz. Nur auch das noch. Was ist denn los, Kinder? Großmutter, die beiden Maler, sie kommen uns sehr merkwürdig vor. Ach, Kinder, ihr mit euren Detektivspielen. Meine Mutter sagt auch, die Farbtuben sind noch alle zu. Die malen gar nicht. Aber sie flüstern viel. Was hat das zu bedeuten? Die werden doch nicht von der Konkurrenz sein. Von welcher Konkurrenz? Vom Hobbyclub für Geisterforscher. Ich bin doch vom Gespensterforscherclub. Vielleicht wollen die auch herausfinden, ob Blackstone Castle bespukt wird. Na, das wäre ja nicht auszuhalten. Ach, sind denn alle hinter diesem Lakenlümmel her? Warte doch, das kann doch nicht wahr sein. Glaube ich auch nicht. Die planen etwas anderes. In dem Koffer habe ich lauter Schnüre und Seile gesehen. Ach, so ein Unsinn. Sagen Sie das nicht, Lady Maggie. Kinder haben eine ungetrübte Beobachtungsgabe. Am liebsten würde ich die Herren einmal selbst besuchen. Aber dann tun Sie es doch, Miss Hempel. Tun Sie es doch, meine Liebe. Tun Sie es. Oh ja, und wir führen Sie her. Ja, wir kommen mit. Sie sind auch hier? Ja. Hallo, Miss Hempel. Na, und ihr zwei? Was gibt's denn? Wir haben gerade einen kleinen Rundgang gemacht. Und in diesem Raum arbeiten also die beiden Künstler. Ein schöner, heller Raum. Ja, nicht wahr, Bob? Genau wie er sein muss. Erster Stock. Ja, und Fenster zum Park. Sie haben ja noch gar nicht angefangen. Sind ja noch alle Pinsel sauber. Nanu, was erlaubt ihr euch denn? Die Sache eilt doch nicht so. Oh, doch, die Sache eilt schon. Wir brauchen nämlich Geld. Halt die Schnauze. Aber ich bitte Sie, wenn Sie einen kleinen Vorschuss... Künstler brauchen doch immer Geld. Vielleicht sollten wir uns erstmal von Ihrer Kunst überzeugen. Oh, bitte sehr, bitte sehr. Treten Sie nur an das Bild heran. Sehen Sie mal hier, wo der Sonnenstrahl auf den Bart des grimmigen Gregor fällt. Ja. Da ist eine schadhafte Stelle. Und da am linken Ohr, das muss abgeschabt werden. Das ganze Ohr? Aber nicht doch, Sir. Nur, pardon, das bisschen Fliegendreck da. Das könnte meine Mutter mit einem Reinigungsläppchen abwischen. Aber Sandy, sie würde dieses kostbare Gemälde nie berühren. Nein, nein, das dürfen nur Fachleute tun. Sehen Sie mal hier, das Loch im lila Samtärmel. Das nähen wir schön zu. Wir überpinseln das Ställchen mit dem allerfeinsten Lila. Sie haben wirklich Kunstverstand. Ich werde Sie auch um eine kleine Reparatur an einem winzigen Bildchen bitten.
Haben Sie ein wirklich schönes Lila? Oh ja. Was ist denn das bloß? Der alte Schrank dort. Der knarrt immer. Und gestern ging die Tür von ganz allein auf. Oh, und da graulen Sie sich? Aber wie? Ach, dann sind Sie ganz bestimmt nicht vom Hobbyclub für Geisterforscher. Nein, davon haben wir noch nie gehört. Sind Sie denn? Nein, ich bin im Auftrage des Vereins für Gespensterforschung hier. Oh, ich glaube, jetzt hat sie sich bewegt, die Tür. Der Schlüssel ist abhanden gekommen. Douglas, drück mal die Schranktür fest zu. Oder klemm ein Stück Papier drunter. Also, liebe Malkünstler, Sie erhalten einen Auftrag von mir. Diese reizende Miniatur hier. Schauen Sie mal, auch ein antikes Bildchen. Oh, was ist denn das für eine wüst aussehende Frau? Ganz bleich und furchtbar wilde Haare. Eine Verwandte von Ihnen? Oh, Sie Schmeichler. Es wäre eine Auszeichnung, die lila Lady in der Ahnenreihe zu haben. Sandy, schnell, komm mal her. Die lila Lady? Jene berüchtigte, wandelnde Geisterfrau des Hochmoors? Selbige, lieber Sir Malcolm. Sicher wissen Sie auch, wie rar weibliche Gespenster sind. Äußerst selten. Ja. Was habe ich da wieder gehört? Das war ich, Miss Hempel. Douglas hat mir den Arm umgedreht. Douglas, schäm dich mal. Herr Großvater, in diesem Schrank hängt der Laken, Ludwig, richtig am Bügel. Er will lauschen. Er muss unbedingt da drin bleiben. Jack ist furchtbar schreckhaft. Und diese Gespensterforscherin, wenn sie ihn sieht, Himmel, die schickt uns ihren ganzen Verein her. Sir Malcolm, so kommen Sie doch. Sie sollen dieses Bildchen auch bewundern. Klemmt die Tür zu. Und wenn er Geräusche macht, dann singt, brummt, lacht oder sonst was. Wir werden es versuchen, Sir. Ja, sagen Sie selbst. Haben Sie schon mal so eine unheimlich schöne Gespensterdame gesehen? Offen gestanden, nö. Ich habe noch nie eine gesehen. Diese merkwürdige Person scheint ja nur in Schleier gehüllt zu sein. Lila Schleier. Lalalalu, lila. Lalalu, lila. Lalalu, lila. Psst, Kinderchen, nicht so übermütig. Geht doch spielen. Nein, nein. Douglas, Handy, bleibt, wo ihr seid. Jetzt möchte ich aber endlich meine Anweisung für die Ausbesserungen an meiner Miniatur geben. Vielleicht ein bisschen Rot auf die Backen von der Dame. Rot? Ja. Auf die Wangen eines zarten Nachtgespenstes? Oh, nein! Nein! Schämt euch mal, so herumzukreischen. Du, Bob, in diesem Schloss spinnen alle... Sogar die Kinder. Ja. Miss Hempel, vertrauen Sie uns das Schmuckstückchen an. Wir tupfen zartes Lila auf das Nachthemd der Dame. Es wird wunderschön aussehen. Sir Malcolm, die Kinder sind höchst ungezogen. Ja, ganz furchtbar ungezogen, richtig schlimm. Ja, und sie wollen uns bei der Arbeit stören. Ja. Nun, dann werden wir sie jetzt verlassen. Aber... morgen haben wir sicher wieder ein Stündchen Zeit für ein Kartenspiel. Ja. Mir scheint, Ihr Gemälde wird auf diese Art nie fertig werden. Und damit hat Miss Hempel recht. Auch am nächsten Tag führen Bob und Jack keinen einzigen Pinselstrich an dem Gemälde aus. Stattdessen planen die beiden Gauner, die alles andere, nur keine Maler sind, den Abtransport des wertvollen Stückes mit Seilen aus dem Fenster. Sie glauben nun sogar mit doppelter Beute aus dem Schloss verschwinden zu können, denn die kostbare Miniatur von Miss Hempel können sie leicht in der Hosentasche mitnehmen. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Laken Ludwig gemacht. Denn der hat die beiden ja belauscht. Aber nicht nur das. Er hat sich auch unsterblich verliebt in die bleiche Frau auf dem kleinen Bild. Und darum holt er sich heimlich das winzige Kunstwerk und schwebt mit ihm davon. Bob und Jack bemerken, dass es plötzlich eiskalt vom offenen Fenster zieht und die Türen des alten Schrankes schon wieder offen stehen. Da sehen sie auch voller Schrecken, dass die Miniatur spurlos verschwunden ist. Sie rennen aus dem Zimmer, denn Blackstone Castle beginnt ihnen unheimlich zu werden. In der folgenden Nacht vernehmen die beiden allerlei unheimliche Geräusche.
konnte ich mich nur so erkälten. In heißer Liebe bin ich entbrannt, zu einem Bild, lila Lady, genannt. Ach, du liebe meine Güte. Da bin ich. Was sagen Sie nun? Prachtvoll, prachtvoll. Donnerwetter, Sie sind ein Gespenst. Ich bitte mir Ehrfurcht aus. Ehrfurcht und Respekt. Aber, hab ich doch. Pfui! Sie haben eine Erkältung. Wagen Sie es nicht noch einmal, gegen mein Gewand zu niesen. Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Also, ich stelle fest, große Angst vor Ansteckung. Allerdings, schließlich hat eine ansteckende Krankheit einmal mein körperliches Leben beendet. Oh, hochinteressant. Warten Sie, ich muss das aufschreiben. Warum notieren Sie das? Für unsere Akten. Ich bin Vorsitzende. Ja. Habe ich gehört. Sie lauschen gern. Stimmt's? Ja, was soll ich sonst tun? Keiner dieser Menschen informiert mich. Dabei weiß ich immer mehr als alle anderen hier. Auch jetzt. Auch jetzt weiß ich mehr. Ich muss auch noch mehr wissen. Wie groß sind Sie? Wie groß? Wie lang? Wie meinen Sie das? Nun stellen Sie sich mal da an die Wand. Stellen? Verehrtest, gibt es zweibeinige Geister oder welche, die gut zu Fuß? Zu Fuß sind. Dann schweben Sie eben. Eben. Ich schwebe. Gut so. Gerade so, dass der Saum des Lakens den Boden berührt. Nein, pfui. Einen Zentimeter über dem schmutzigen Boden. Jetzt halten Sie mal still. Mein Vollstock. So. Aha. Oh, pardon. Also, Sie sind genau 2 Meter 68 Zentimeter lang. Das ist ja beachtlich. Größe und Bedeutung einer Persönlichkeit können nicht von der Lakenlänge abgelesen werden. Schon richtig. Ja. Nun erzählen Sie mir mal... Wie sprechen Sie denn mit mir? So etwas bin ich nicht gewohnt. Sie werden mir jetzt Auskunft geben. Worüber denn? Da, es hat der La, es hat der Lu... Es hat der Laken Ludwig ein Bild geschaut. Darauf ist die La, die Lu, die lila Lady. Gern hätte der Laken Ludwig sie zur Braut. Ach, wo gibt's denn so etwas? Gespensterhochzeit. Was wollen Sie denn über die lila Lady wissen? Alles. Wie haben Sie denn das gemacht? Ich sah Funken aus den Falten Ihres Gewandes kommen. Auch darauf gebe ich keine Antwort. Aber wo spukt die lila Lady? Im Hochmoor, nicht allzu weit von hier. Wie lange spukt sie schon? Wie alt ist sie? Also man sollte erwarten, dass Sie Fragen dieser Art ungehörig finden. Sie wollen meine Fragen nicht beantworten? Dann werde ich Funken sprühen und... Dann gieße ich sie an. Ha! Und dann gieße ich den Inhalt der Wärmflasche über ihr kostbares Gewand. Pfui, pfui! Wehe, Sie tun das, mein kostbares Laken. Es muss immer sauber und trocken sein. Verzag. Wir wollten uns doch nicht streiten. Doch! Mit Menschen streite ich mich gern. Sie sind hinterlistig, boshaft und dumm. Ich verlasse sie jetzt. Der Laken Ludwig wird die lila Lady selber finden.
Ich habe ja das Bild, das La, das Lu, das lila Bild der Lady mit dem Schreien. Wie bitte? Sie haben meine Miniatur? Das kann nicht sein. Die Maler haben das Bildchen. Sie werden das Lila auffrischen. Das können Sie nicht, denn das Bildchen ist in meinem Schatzkästlein. Es ist mein. Schämen Sie sich nicht? Sie sind ja ein Dieb. Ich? Ein Dieb? Gerettet habe ich die Miniatur vor den wirklichen Dieben. Warten Sie! Wie meinen Sie denn das? Die Maler sind Diebe. Sie wollen das Gemälde stehlen. Und Ihre Miniatur, die wollten Sie auch stehlen. Nicht möglich. Haben Sie das alles erlauscht? Alles erlauscht. Hey, nun warten Sie doch. Lassen Sie mit sich reden. Nein, Sie haben mich angenießt. Und Sie wollten mich sogar mit heißem Wasser begießen. Das war doch nicht so gemein. Das, genau das, sagen die Menschen immer, wenn sie Fehler gemacht haben. So etwas muss ich mir bieten lassen. Was soll ich meinem Verein berichten? Also morgen darf ich keine Fehler machen. Oh. Also, Lady Maggie, das dürfen Sie aber nicht wieder tun, einen so zu erschrecken. Da kann einem ja der Pinsel in die Farbe fallen. Tut mir leid, meine Herren, tut mir leid, aber ich bin sehr in Eile. Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Arbeit? Oh, es macht sich. Es geht voran. Also viel zu sehen ist da noch nicht. Aber vielleicht ist das gerade die Kunst der Ausbesserungsarbeiten. Hallo. Fleißig. Ja, es wird bald geschafft sein. Ah, lassen Sie sich nur Zeit. Schauen Sie mal, eine kleine Freude habe ich für Sie. Elsa hat den Schlüssel gefunden. Oh. Jetzt kann ich diesen alten Schrank wieder abnehmen. Na, du hast Sorgen, Malcolm. In einer halben Stunde beginnt der Empfang im Hotel Glenbury. Du musst doch noch deine Galoschen anziehen und deine Pfeife suchen. Lady Maggie, wir sind recht dankbar, wenn dieser hässliche, knarrende Schrank verschlossen wird. Nun seien Sie doch nicht albern. Schauen Sie mal hierher. Schauen Sie. Da ist Gold am Rahmen abgeplatzt. Kümmern Sie sich darum, meine Herren. Kümmern Sie sich darum. Siehst du Gold? Gold? Wo? Malcolm, nicht abschließen. Ja, du lieber Himmel, was? Warum hockt ihr denn hier im Schrank? Vielleicht wirst du uns noch mal dankbar sein, Großvater. Schließ nicht ab und geht jetzt. Hast du dich bald ausgetrödelt, Malcolm? Wie lange dauert denn das noch, einen Schrank abzuschließen? Gleich, Maggie. Ich komme ja schon. Endlich. Wir kommen zu allen Einladungen immer zu spät. Immer deinetwegen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Viel Vergnügen. Auf nimmer Wiedersehen. Toll, wie das klappt. Es geht ganz nach unserem Plan. Also los, jetzt die Decken aus der Kiste nehmen. Ja, so, schön ausbreiten. Und das Gemälde drauflegen und ganz sorgsam einpacken. Ja, stell dir das nicht so einfach vor. Das Ding wiegt einen Zentner. Ein Zentner? Aber eine Tonne Geld werden wir dafür kriegen. Schade um das Bildchen mit der lila Schleiereule. Das wäre auch eine Tonne Geld wert gewesen. Walle, erinnere mich nicht, dann graule ich mich wieder. Nein, nur das nicht. Reiß dich zusammen. Hol die Seile. Ich? Allein? Nein, Bobbychen. Du musst mitkommen. Das ist aber wirklich das letzte Ding, das ich mit dir drehe, du Feigling. Du komm schon. Ja. Jetzt ist es soweit. Oh, feier. Und nun? Bloß nicht zu meiner Mutter, die glaubt, wir spinnen. Los, zu der ulkigen Miss Hempel. Sandy und Timmy stürmen ins Zimmer zu Miss Hempel.
Die arme, schwer erkältete Miss springt aufgeregt aus ihrem Bett, als sie hört, dass die beiden Bilderdiebe im Begriff sind, das Gemälde aus dem Fenster abzuseilen. Eilig schlägt sie vor, den Laken Ludwig zu Hilfe zu holen. Aus zwei Gründen, wie sie sagt. Erstens, damit sie in ihrem Verein ein richtiges Abenteuer erzählen kann. Und zweitens, weil sie den Spitzbuben, die auch sie betrogen haben, eins auswischen will. Also rennt sie so schnell sie kann mit Sandy und Douglas zum Westturm und steigt mit flatterndem Nachthemd und in Pantoffeln die enge Wendeltreppe empor. Eindringlinge, wer wagt es? Niemand darf über die Schwelle kommen, sonst funkt es! Ah, diese elende Schnupfenschnäpfe, diese gelockte Vereinsmadame mit ihrem Notizblock. Laken, Ludwig, die Männer, die das Gemälde ausbessern sollten. Sie haben gelogen, haben sich hier eingeschlichen. Und jetzt klauen sie gerade das einzige, einzigartige Ölgemälde vom berühmten Gregor dem Grimmigen. Das gefällt mir nicht. Und es wird Sir Malcolm und Lady Maggie auch nicht gefallen. Und das gefällt mir. Wie sie schreien wird. Was? Gestohlen? Unser herrliches, unser teures, unser wertvolles Bild. Die Haare wird sie sich raufen und japsen wird sie und nach Elsa schreien. Meine Magentabletten. Wunderbar wird es werden. Sollen sie es nur stehlen. Whisky, das schreibe ich auf. Es kommt in Ihre Akte beim Verein für Gespensterforschung. Man wird sagen, der Laken Ludwig auf Blackstone Castle, ein übler Bursche. Hinterlistige Diebe unterstützt er. Und er hat sogar selbst ein kleines Bild geklaut. Das ist etwas anderes. Es hat nichts mit Geldgier zu tun. Nur mit meiner Verehrung für die lila Lady. Na, die lila Lady erfährt natürlich auch, dass du uns nicht hilfst. Stimmt's, Miss Hempel? Ja. Es könnte ihr zu Ohren kommen, dass so ein stattliches Hausgespenst, wie sie es sind, die Kunstschätze seiner Gastgeber nicht behüten hitzt. Was sagt ihr da? So etwas wird über mich erzählt werden. Wo sind die Halunken? Unten im Zimmer, wo sie arbeiten sollten. Da wird jetzt das eingepackte Gemälde schon aus dem Fenster hängen. Oh, da werde ich dazwischen fahren und dazwischen funken. Retten werde ich es. Hui! Ein Mächtiger! Er ist zu dem winzigen Turmfenster hinaus. Und wir müssen die Wendeltreppe hinunter. Los, kommt! Du heb doch mal mit an, Jack. Jetzt steht das Ding auf meinem Fuß. Was machst du denn hoch damit? Auf die Fensterbank. Ja, los. Bobby, da war wieder die Möwe, die riesengroße. Da schwebt sie. Ach, du Rindvieh, halt das Seil fest. Lass doch nicht los. Lass nicht los. Ja, was macht ihr denn da? Los. Das ist keine Möwe. Hab ich ja gleich gesagt. Es ist ein leibhaftiges Gespenst. Ein lakenhaftiges Gespenst. Der Ludwig bin ich. Und das Gemälde, das ihr da stehlen wollt, bleibt hier. So war ich. Ausgespenst. Auf Blackstone Castle bin ich. Ja, und wir wollten eigentlich nicht länger hier bleiben. Wir wollten sogar gerade gehen. Stimmt's, Jackie? Ja, gerade gehen. Stimmt ganz genau. Und dann wollen wir mal zur Treppe. Ja, zur Treppe, ja. Wir empfehlen uns schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Künstler machen jetzt eine Klettertour an ihrem Seil herab. Einer nach dem anderen. Am Seil? Wie ein Affe im Urwald? Das kann ich nicht. Doch, doch, Jackie, das können wir. Komm, ich mache es dir vor, oh, ja? Oh, Bobby, Bobbychen, halt dich doch bloß für fest, wie du da hängst. Das sieht ja schrecklich aus. Es soll doch aber lustig aussehen. Ich werde ihn ein wenig schaukeln. Und Bobby, Bobbychen, ist dir was passiert? Nein, ich bin nur runtergefallen. Und jetzt? Aber aber nicht schwingen. Ich bin doch keine Glocke. Jetzt ist er auch unten. Da, das Fenster, es ist noch offen. Sie sind fort und das Bild auch. Nein, das Bild, das große Paket da, das ist das eingepackte Bild. Und da am Baum, der hängt ja, der Laken Ludwig. Und hier hängt noch ein Seil. Ach, und da flitzen die beiden. Das habe ich fein gemacht, nicht wahr? Meisterhaft, gratuliere. Ja, und wo ist die Schnupfenschnäpfe? Was werden Sie Ihren Vereinsmitgliedern jetzt berichten? Nur Gutes. Ihre ganze edle Tat, fürwahr. Und was bekomme ich dafür? Natürlich. Ja. Nichts. Sie sind doch ein Gentleman. Sie sollten ihm das Bild der lila Lady schenken. Er ist doch so verknallt. Oh, ich liebe sie, die lila Lady. Oh, wie ich leide. Jetzt reicht's mir aber mit dem romantischen Kram. Wir wollen mal das Gemälde auspacken. Wenn meine Großeltern von dem Empfang kommen, soll es doch wieder an seinem Platz hängen. Die werden aber staunen, wenn wir erzählen, was los war. Sir Malcolm und Lady Maggie sind wirklich sehr froh über die Rettung des einzigen Ölgemäldes ihres berühmten Ahnherrn. Miss Hempel aber hat die Miniatur tatsächlich dem Laken Ludwig geschenkt, ganz offiziell. Und sie hat ihm noch verraten, dass die lila Lady bei den Moorgeistern lebt und erst im Frühjahr, wenn das Eis geschmolzen ist, wieder auftaucht und des Nachts leuchtend lila über den Sümpfen spukt. Als Miss Hempel Blackstone Castle verlässt, hört sie den Laken Ludwig hoch oben in seinem Turm vor dem Bild glücklich singen. Ich bin allein, doch das Bild ist mein. Es ist ein Geschenk und von nun an denk ich nur an die lila Lady. La 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 Lady, lu 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 lu, li 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 la Lady.